as I ride on the street. Red, white and blue. Das ist der Auerbacher Ivo Meyer. Der gebürtige Karl-Marx-Städter, Jahrgang 79, ist seit frühester Jugend in den Bergen dieser Welt unterwegs. Seit einigen Jahren als staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Ich führe Gäste auf Gipfel rauf, meist in den Alpen unterwegs, bin aber auch in Norwegen unterwegs oder Südamerika. Und es ist ein ganz breites Portfolio drin, von ganz leicht bis sehr anspruchsvoll, und somit verdiene ich mir mein Geld. Gut die Hälfte des Jahres ist Ivo unterwegs, meistens in den Alpen. Wenn er nach Hause kommt, dann möchte er alte Freunde treffen und neue Bekanntschaften schließen. Gipfelmoschen ist die perfekte Möglichkeit, um beides zu tun. So rief er über Facebook zur Erstbemoschung des Schneckensteins auf. Das ist eine verrückte Idee, aber ich dachte, hey, du machst das einfach mal jetzt im Burgland und so, weil auf so vielen Bergen jetzt rumgemoscht. Aber was ist denn nun Gipfelmoschen? Es ist ganz einfach. Man braucht einen Berg, einen Gipfel, optional eine Luftgitarre und lange Haare. Der Berg wird bestiegen und bemoscht. Und ganz wichtig, eine ordentliche Mucke. Genau. Gipfelmoschen ist, du besteigst den Gipfel und du bist auf dem Gipfel... nimmst eine bestimmte Pose ein. In der Pose tust du dann dich bewegen, deine Luftgitarre in der Hand nehmen und dann ein schönes oder ein geiles Foto schießen. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Erfunden haben es ausnahmsweise mal nicht die Schweizer, sondern zwei junge Bergsteigerinnen aus Bayern. Unter www.gipfelmoschen.de erfährt man alles rund um das Thema. Für mich selber ist Gipfelmoschen was Persönliches, zwischen für mich gerade als Bergsteiger, Bergführer, Gipfel zu besteigen und die Verbindung zwischen Musik und Bergsteigen hinzubekommen. Und das ist halt ein Riesenspaß und eine Riesenfreude. Für Ivo ist das Ganze allerdings weit mehr als reiner Fun. Das Ganze hat auch eine Botschaft. Gipfelmoschen ist für jedermann, und das ist auch die Message, die wir da rüberbringen wollen. Egal, ob das jetzt Kinder sind, Frauen, Männer, Jung, Alt, dass es für jeden ist. Es kommt auch nicht auf die Berge drauf an, ob das jetzt die höchsten Berge sind oder ob das jetzt kleine Berge sind, wie jetzt der Schneckenstein. Es geht eher um den Spaß. Und dass man zusammen etwas unternimmt. Ach ja, und einem durchaus weit verbreiteten Gerücht möchte man auch begegnen. Heavy-Metaller können nicht nur Bierflaschen leeren, sie sind auch sportlich. Denn vor dem Spaß muss man etwas tun. Ivo Meyer hat schon Berge rund um die Welt bemoscht. Egal ob jetzt in Neuseeland, im Himalaya, im Karakorum, in Südamerika, 6000er, oder jetzt in den Alpen bin ich sehr, sehr oft unterwegs zum Bemoschen, aber auch hier in der Heimat im Vogtland. Ja, und auch für Berge gibt es das erste Mal. Und das heißt? Genau, heute ist die Erstbemoschung vom Schneckenstein. Nicht mit zwei, drei Leuten, sondern ich habe jetzt einfach mal ein paar Freunde eingeladen, ein paar Bekannte, dass ich auch wieder neue Menschen kennenlernen und vielleicht animieren und wieder gemeinsam zusammenkommen. Der soziale Aspekt, der dahinter steht. Eine Gipfelmoscher-Szene gibt es im Vogtland nicht. Noch nicht. Für den Großteil der Leute, die an diesem Sonntagnachmittag der Einladung folgten, war Gipfelmoschen etwas völlig Neues. Oder habt ihr nie Gipfel gemoscht und heute das erste Mal, ne? Nein, noch einer nicht. Auch noch nicht? Nein, wir sind auf Festivals. Ach so. Wir moschen nur auf Partys, ja. Und was hast du für Erwartungen? Wie glaubst du, wird das werden? Wir machen doch auch auf, wie das geht, oder? Was hat man da für Vorstellungen, wie das abgeht? Ich habe überhaupt keine. Ich will gucken, deshalb bin ich da. Das ist eine coole Party, wird auf jeden Fall. Mit viel Metal und Sport. Oh ja. Ja gut, da diese Art von Gipfelsturm zu unspektakulär aussah, haben wir die Szene wiederholt. Das passiert natürlich nur, wenn eine Kamera dabei ist. So, alles auf Start. Die offizielle Erstbemuschung des Schneckensteins am 25. Mai 2014. Ein historischer Augenblick. Thank you.
Zugegeben, die Musik war eine völlig andere. Ursprünglich sollte zum Moschen etwas Passendes aus der Konserve kommen. Doch die Technik spielte nicht mit. Zum Glück konnten zwei junge Leute aus Buckau helfen. Und live ist doch eh besser, oder? Ein Liedlein, was uns von der Erstbemoschung dieser geilen Schneckensteinstätte hier, Erstbespielung mit Dudelsack, der Jungfrauentanz. So sieht also Gipfelmoschen aus. Wohl ähnlich anstrengend wie der Aufstieg, aber für die meisten mit dem höheren Spaßfaktor. Nach dem Muschen wird's gemütlich. Die Grills wurden bestückt und ja, natürlich gab's auch ein Bierchen. Ivo konnte endlich mit alten Freunden reden und ja, gefallen hat es offensichtlich allen. Also es ist sehr angenehm, auch so das Zusammenkommen überhaupt, dass so viele Menschen erschienen sind und von jung bis etwas höheren Alters, sage ich jetzt mal, um das ein bisschen pfleglich auszudrücken. Also es freut mich sehr, ja. Super. Und streuende Gesichter. Das Paar aus Auerbach hatte auch die jüngste Gipfelmoscherin an diesem Tag mitgebracht. Genau. Ja, wie alt ist er? 3 Monate. Wir wären auch letzte Woche gekommen, wo es geregnet hat. Ja, alles noch. Nanu, schon Verluste? Nee, alles gut. Alles gut. Der Schein trügt. Alle noch fit? Natürlich. Top fit. Gut. Top fit. Ja, was bleibt noch zu sagen? Eine runde Sache. Gipfelmoschen verbindet und macht Riesenspaß. Zum Glück gibt es im Vogtland noch so einige Berge, die bemoscht werden können. Ich freue mich drauf. Red, white and blue. People shovel in a field. People sleeping in their shoes.